Weltweit gibt es gerade einmal 1000 sogenannte Fischteller. 50 davon sind zurzeit im Landesmuseum zu sehen. Die Ausstellung «Fischwelten» gilt darum als eine kleine Sensation. Das sind also Teller, von denen man nicht unbedingt weiß, also wofür sie wirklich gebraucht worden sind. Das sind Teller, die aus dem 4. Jahrhundert vornehmlich, also vor Christus, stammen, in Unteritalien, Sizilien in der Hauptsache gefunden worden sind. Diese griechischen Fischsteller sind relativ selten. Es gibt nur 1000 Stück in der ganzen Welt, die man bis jetzt kennt. Wir haben hier 50 Exemplare ausgestellt und das ist also sensationell viel. Es sind alles, wie gesagt, Exemplare aus der Sammlung Florence Gautier. Nicht nur die Sammlung selber ist beeindruckend. Dahinter steckt eine ergreifende Geschichte über ein kleines Mädchen. Die Florence war nämlich ein 6-jähriges Mädchen, wie sie ihren ersten Fischsteller bekommen hat. Florence war krank, sie war leukämiekrank. Man hat ihr das praktisch als Abschiedsgeschenk zu ihrem 6. Geburtstag geschenkt. Aber die Florence hat also so viel Kraft und Freude aus diesen Fischstellern herausziehen können, dass die Eltern ihr immer mehr Fischsteller geschenkt haben und das Mädchen schlussendlich 12 Jahre alt wurde, was eine medizinische Sensation zu der Zeit darstellte. Interessierte, die die Ausstellung zu Vaduz besuchen möchten, können dies noch bis zum 30. Oktober tun. Sie wird nachher, was ich so gehört habe, wahrscheinlich nach Madrid und Anfragen aus New York gibt es auch schon. Also ist es wirklich eine ganz außergewöhnliche Gelegenheit, mal diese Fischsteller da anzuschauen.